Machen wir Dave. Können wir Dave machen? Würde ich cool finden. Here we go. Ich werde versuchen, mich in diesem Video durch vernünftige Aktientrades näher zu meiner Rolex zu arbeiten. Viel Spaß. In einem meiner letzten Videos bin ich durch eine 800€ Mystery Box bis auf 1505. Das war gestört. Das war einfach gestört. 75 Euro hochgekommen. Jetzt habe ich mich gefragt, wie kann ich daraus möglichst schnell mehr Geld machen, und nach ein bisschen Überlegen habe ich mich für Aktien entschieden. Einige von euch hatten das schon beim letzten Video in die Kommentare geschrieben. Wenn ihr also weitere Ideen habt, was ich in den nächsten Folgen machen könnte, dann schreibt mir das in die Kommentare und möglicherweise werde ich Uhren kaufen. das dann machen. Wo starte ich also meine Suche? Wo finde ich Aktien, die möglichst profitabel sind und wo ich möglichst sicher, sehr schnell, sehr viel Geld machen kann? Natürlich im Subreddit. Wall Street Bets. R Wall Street Bets ist ein Subreddit, in dem sich die Autoren gegenseitig als Autisten und gemacht. Ah, ist das eine Werbung? Das würde ich machen zum Beispiel. Einfach eine Kooperation mit so einer Trading-Seite. Die blechen mir 12.000 Euro für diese Reichweite und ich mache das einfach, die manipulieren das und ich gewinne. Und fucking Retards bezeichnen. Genau so werden auch die meisten Beiträge eingeleitet. Weird? Muss man halt auch moralisch ein bisschen abgefuckt sein. Es wird noch besser. Der Subreddit ist eine Mischung aus Memes und Aktien. Hört sich nicht nach der besten Mischung an. Meistens geht es hier ums schnelle Geld, gehebelte Aktien oder Optionsscheine, was so ziemlich das Riskanteste ist, was man auf dem Aktienmarkt... Jetzt denken sich alle, oh, Maximilian, so ein Ehrenloser. Ah, Maxitrillion, so ein Ehrenloser. Der empfiehlt einfach Leuten irgendwas, wo sie dann eigentlich gar kein Geld verdienen, nur weil er von denen Geld bekommt. Machen kann. Ganz grob gesagt handelt man beim Hebeln mit Geld, das einem nicht gehört. Man leiht sich quasi Geld bei der Bank, um damit Aktien zu kaufen. Wie ein Multiplikator, der auf die Aktie angewandt wird. Kauft man eine Aktie mit 10er Hebel, so hat 1% Marktbewegung eine Auswirkung von 10% in beide Richtungen. Man Richtig. Kann potenziell 10-fach so viel gewinnen, aber auch gleichzeitig 10-fach so viel verlieren. Wenn ihr wissen wollt, wie schlecht das ausgehen kann, dann schaut euch das Video von Papa Platte an, das ich in der Videobeschreibung verlinkt habe. Was? Papa Platte hat verkackt? RIP, mein Bruder. Was man aber nicht unterschätzen darf, der Subreddit hat neben unendlich vielen Müllposts und Memes über 1,6 Millionen Nutzer und dadurch eine unheimliche Kaufkraft. Es kommt tatsächlich vor, dass der Subreddit Einfluss auf Aktienbewegungen nimmt, indem sie gemeinsam kaufen oder verkaufen. Krass. Quasi wie eine institutionelle Einrichtung mit Millionengeldern. Was aber viele der Trades, die von Nutzern getätigt werden, gemeinsam haben, ist ein bestimmter Move. YOLO. Wie sich schon vermuten lässt, sein komplettes Geld auf ein viel zu riskantes Produkt setzen. Na! Wie cool sind die Subreddits? Und darauf hoffen, dass es klappt. Ihr seht, neben spärlich zu findenden Aktientipps, die gut begründet darlegen, warum welcher Trade schlau ist, geht es hier darum, reinzudroppen, was das... Geil, das sind ja lässige Leute. Erinnert mich so ein bisschen an Wolf of Wall Street. Volk hält und höchstes Risiko zu gehen. Es wäre also ziemlich dumm und verantwortungslos, unsere hart... Safe in Bitcoin unterwegs gewesen in den letzten paar Wochen. ...verdienten 1575 Euro wegen Reddit-Posts zu investieren. Ja, scheint also perfekt zu sein. Ich werde in den nächsten Tagen also auf Wall Street Bets abhängen und probieren, eine Aktie zu finden, bei der es sich lohnt, sich waghalsig reinzustürzen. Zumindest eine, bei der ich glaube, dass es sich lohnt. Abseits des ganzen Trash glaube ich aber, dass man dort tatsächlich nützliche Informationen finden kann und das werden wir probieren zu tun und man muss halt extrem filtern, weil die Leute, die da irgendwas schreiben, meistens genauso dumm sind wie man selber und genauso wenig Ahnung haben, ne? Aber ganz kurz noch vorweg, Aktien sind ein super cooles und interessantes Thema. Ich interessiere mich auch seit Jahren dafür, aber es ist natürlich auch gefährlich und man darf es nicht unterschätzen. Hebeln, Optionsscheine und der ganze andere High-Risk-Kram ist für mich absoluter Schrott und wirklich mit Casino. Kennst du Dave durch Justin? Nein, ich habe zwar mitbekommen, dass Justin öfter auf den reagiert hat, aber es gab irgendein Video, das so voll in meinen Content gepasst hat und das haben die Leute im Chat empfohlen und da kamen wir irgendwie nur auf den und dann habe ich gecheckt, der macht mega nice Videos und jetzt verfolgen wir halt quasi, ob er es bis zur Rolex schafft. Oder irgendwie Glücksspiel zu vergleichen. Ich verstehe den Reiz für Finanzprodukte und für schnelles, einfaches Geld, aber es ist eben nicht einfach und vor allem nicht schnell. Wenn der eine gewinnt, verliert der andere, so funktioniert das eben. Das ist nur eine Umverteilung von Geld und man schafft kein neues Geld. Wenn euch das Thema wirklich interessiert und ihr vernünftige Informationen haben wollt, dann empfehle ich euch den Kanal Finanzfluss, absoluter Ehrenmann und Ehrenkanal. Schaut da vorbei und dort bekommt ihr vernünftige Optionen und vielleicht auch Tipps, was richtige Anlagestrategien sind. Sowas, was ich in diesem Video machen werde, eher nicht. Wie ich abseits von YouTube-Unterhaltungsvideos investiere und was ich mit meinem eigenen Geld mache, das erfahrt ihr im Stream, der gerade live ist. Link ist in der Videobeschreibung. Rein in die Wall Street Bets Masse. Freunde der guten Unterhaltung. Ein Tag ist vergangen und ich habe tatsächlich etwas gefunden. Tatsächlich scheint es momentan so zu sein, dass die Tourismusbranche anfängt wieder zu boomen, sei es, weil es einen Impfstoff gibt. Auf jeden Fall ist es gerade irgendwie am Abgehen. Ich habe auch gesehen, dass die Lufthansa-Aktie wieder geisteskrank gestiegen ist und okay, krass. Wir haben ein paar Leute über Carnival gesprochen. Das ist eine Kreuzfahrtaktie. Natürlich, wie ihr es mittlerweile verstanden haben solltet, werde ich die Aktie ist halt Risiko. Nicht einfach so kaufen, sondern ich werde sie hebeln.
Das ist super high risk und natürlich werden wir auch YOLOn, also 1575 Euro spot on werden wir reinballern. Das Ding ist halt, wenn die Aktie nur um 0,1% fällt, weil du hast ja einen 10er Hebel, dann ist dein Geld sofort weg. Das ist eine absolute Schande. Ich würde das no joke niemals mit meinem eigenen persönlichen hart verdienten Geld machen, sondern das mache ich fürs Video. Mach das nicht selber, aber ich würde sagen, wir droppen rein. Wir kaufen 8.750 Aktien zum Preis von 18 Cent. Das sind genau 1.575 Euro. Krass. Die Aktie hat heute 37% Verlust gemacht, was natürlich ein stabiler Einstieg für uns ist. Also 37% bedeutet in der richtigen Aktie 3,7%, aber bei uns ist ja alles mal 10. Das bedeutet, wenn wir jetzt morgen wieder auf den Startpunkt von heute kommen würden, dann wären das schon 37% plus. Man kann es nie voraussehen, deswegen werde ich das jetzt einfach die nächsten Tage beobachten und mich melden, wenn es Neuigkeiten gibt. Krass, das mache ich auch. Viel mehr als warten und hoffen können wir jetzt nicht. Küsse den Gott der Stocks. Ich hoffe auf viele Stonks. Aber er macht das, ich glaube dran. Wenn das nicht klappen sollte, dann wäre das sehr schlecht, weil dann wäre dieses Projekt jetzt hier beendet. Aber ich bin David Henrichs, habe extrem viel Glück, deswegen gehe ich davon aus, dass wir krank Profit machen werden. Der ist so nice, der Typ. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ich bin jetzt halt wirklich nicht einfach so reingedroppt. Also ich habe mich wirklich informiert, ich habe zwar den Denkanstoß von Reddit bekommen, aber habe dann super viel geschaut und geguckt, macht das Sinn für mich, macht das überhaupt Sinn, wird das in den nächsten Tagen möglicherweise passieren. Die Sterne stehen gut, beziehungsweise die News und alles, was dazugehört. Ich könnte es mir vorstellen, aber es ist ein Spiel mit dem Feuer. Wenn die Aktie unter $19.18 fällt, verlieren wir unser komplettes Geld, sind 1575 Euro einfach so weg. Knockout-Zertifikat nennt sich das. Bro, wenn du mal 70.000 Euro verloren hast im Bitcoin-Game, reden wir weiter. Das ist wirklich richtig haram. Mal sehen. Vielleicht haben wir Glück. Wir sehen uns wieder, wenn wir hoffentlich ein bisschen Profit gemacht haben und der Markt uns Gutes tut. Etwas andere Position heute, aber wir sind bei 18 Cent gestartet, stehen jetzt bei 20 Cent nach einem Tag. Es ist der absolute Traum, aber krass. Ich bin noch nicht bereit auszucashen, das reicht mir noch nicht. Ich möchte, dass es noch weitergeht. Ich weiß selber nicht, wann ich zufrieden wäre, aber ich stelle jetzt mal eine Limit-Sell-Order ein, damit die Aktie sich von selber verkauft, wenn sie einen bestimmten Wert erreicht. Wenn ihr euch fragt, was das für ein absolut intelligent. Genauso habe ich es auch gemacht. Ich habe mir immer meine Grenzen gesetzt. Habe so mein Geld von 2019 bis 2020, was ich ursprünglich investiert habe, vervierfacht und habe jetzt das erste Mal verloren, weil ich habe mir vor einem Dreivierteljahr die Grenze gesetzt, bei 11.000 zahle ich aus und habe dann, weil jedes Mal war der Bitcoin so und dann war er so. Und ich habe gesagt, na, 11.000 zahle ich aus. Habe bei 11.000 einen Teil ausgezahlt und jetzt ist der Bitcoin halt geschossen danach noch. Aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr zufrieden, weil es einfach wichtig ist, sich selbst Grenzen zu setzen. Das Szenario ist, in dem ich hier gerade sitze, genau so sieht mein Stream aus und ich bin auch gerade live, während ihr dieses Video guckt, wenn ihr das Video guckt, genau wenn es rauskommt. Checkt den Link in der Videobeschreibung, kommt vorbei und lasst uns gemeinsam streamen. In der Nacht von Tag 2 auf 3 habe ich dann noch folgendes Bild gemacht. Die Aktie ist geisteskrank gefallen. Um 1.39 Uhr hatte ich 60 Cent pro Anteil verloren und das hat insgesamt ein Minus von 526 Euro ausgemacht. Theoretisch hätten wir also nur noch knapp über 1.000 Euro an Wert gehabt. Und genau hier haben wir das Problem. Genau das passiert eben, wenn man Wall Street Bets vertraut und irgendwelche komischen Kreuzfahrtaktien hebelt. Aber im besten Fall gibt es dafür eine ziemlich einfache Lösung. Die Aktie halten, warten und Füße stillhalten. Genau. Okay, anscheinend hat das Schlafen meine Probleme gelöst. 7 Stunden Schlaf später, um 9.19 Uhr wache ich auf zu dem Preis von 18 Cent. Und genau das ist der Preis, bei dem wir eingestiegen sind. Das bedeutet 0 Euro Gewinn, 0 Euro Verlust, aber ein guter Ausgangspunkt, um von da aus dann vielleicht ein bisschen Gewinn zu machen. Und der lässt auch nicht lange auf sich warten. 6 Stunden weiter nach vorne steht die Aktie bei 25 Cent. Ich konnte an dem Tag leider nicht so viel in Richtung Aktienkram drehen, denn ich war im Wald mit Fritz Meinecke und gestanden um 15 Uhr bei 7 Cent pro Anteil plus. Mit 611,50 Euro gesteigertem Aktienwert machen wir uns also auf den Weg zurück nach Köln. Oh Junge, macht euch bereit für das große Finale. Wir springen 24 Stunden nach vorne, alles... Oha!
geht super schnell und ich hole sofort meine Kamera raus. Freunde, ich kann nicht laut reden. Max ist im Raum nebenan, aber meine Order hat gegriffen. Ich habe alle Aktien verkauft, bis auf 50, die wir jetzt über die nächsten Folgen noch halten werden. Krass. Ich habe gerade einen Moment, ich habe noch gar nicht geschaut, wie viel ich gemacht habe. Digga, ich habe innerhalb von 4 Tagen 66,5% auf meine Aktie gemacht. Krass. Er hat einfach 1400 Euro oder 1300 Euro gemacht. Hat jetzt 3000 Euro, also 2000 Euro vor dem Goal. Das ist komplett verrückt. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich 50 von den Anteilen noch drin lasse, aber jetzt ist sie gerade nochmal so weit gestiegen. Ich will jetzt auch nicht zu gierig werden. Ich gehe jetzt raus. 83%, Alter, ich verkaufe die sofort. Wie viel habe ich noch? 250 habe ich noch. Huch, nicht noch 50. Das ist so gestört. Wie viel hat er jetzt? Das kann man wirklich niemandem erzählen. Ich spiele im Casino, es funktioniert. Ich kaufe eine Mystery Box, es funktioniert. Ich hebel eine Aktie mit 10er Hebel und es funktioniert. Krass. Und nicht nur so ein bisschen, sondern es funktioniert richtig. Okay, aber wie viel haben wir jetzt im Endeffekt wirklich verdient? Insgesamt stehen wir jetzt bei 2.632,50 Euro. Okay, also doch weniger, als ich gedacht habe. Also ich war safe, er hat 3.000 Euro. Vielleicht aber auch nicht. Aktienkäufe werden grundsätzlich und bei mir sofort über den Broker mit 20% besteuert. Das bedeutet, wir müssen von unserem Gewinn direkt 20% an Steuern abdrücken. Das bedeutet, insgesamt stehen wir jetzt de facto bei 2.351,88 Euro. Ja, und davor hatte er 1.800 oder 1.600. Pff, Bro, da hätten wir schon ein bisschen mehr machen können. Ich meine, super Sache. Sei froh, dass du was gemacht hast, aber jo. Wir haben uns wieder um über 800 Euro gesteigert. Es ist Ja. Gut. Komplett verrückt. Ich will nochmal sagen, macht das bitte nicht mit eurem eigenen Geld. Ich mach das auch. Doch, wenn ihr was überhabt, nehmt euch ein bisschen ein Spielgeld raus, einfach um Erfahrungen zu sammeln. Wirklich. So, was euch nicht wehtut. Wenn es weg ist, ist Kacke. Aber es soll nicht so sein, dass es euch fehlt, wenn es weg ist. Nicht mit meinem eigenen Geld, abseits von Erfahrungen sammeln, ganz wichtig. Geld verlieren, Geld machen, Erfahrungen sammeln und irgendwann besser und besser und besser werden. In diesem Video, was ich mit meinem Geld mache, erfahrt ihr im Stream, den ihr jetzt anschauen könnt. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Vergesst nicht zu abonnieren. Sehr cooles Video. Kann man gar nichts sagen. Wirklich, Dave weiter so. Ich hoffe, er schafft safe sein Goal. Außer es geht nochmal alles schief. Aber ich glaube, er schafft sein Goal.